In Bad Alexandersbad wurde am 1. Februar eine Luftmessstation vom Bayerischen Landesamt für Umwelt eingeweiht. Insgesamt 51 ortsfeste Messstationen gibt es in Bayern. Bad Alexandersbad wurde unter mehreren Bewerbern ausgewählt. Der große Vorteil ist letztendlich, dass wir endlich auch das, was wir haben, gut verkaufen können, nämlich richtig gute Luft und Natur pur. Und was für mich auch wichtig ist, das ist der Bezug auch zum Bioenergieheilbad, also zu unserem Weg, diesen gesamten Ort energetisch und damit auch umwelttechnisch auf Vordermann zu bringen. Die Messstation steht hinter dem Alexandersbader Schloss. Sie wurde von Staatssekretärin Melanie Hummel und Bürgermeister Peter Berek eingeweiht. In den nächsten Monaten und Jahren wird sie Aufschluss über die Qualität der Luft in Bad Alexandersbad durch verschiedene Messwerte geben. Abgeschieden und dann die Staubkonzentration gemessen. Die Gasmessgeräte, das ist Ozon. Ja. Wir sind bei 0,13 Milligramm, das wären 130 Mikrogramm. Ja. Das sind aber hier immer Kurzzeitwerte. Das heißt, das gilt für eine Minute. Und dann gibt es da wieder genau, das kann man gerne. Ja, im Internet wird das dann gemittelt über den Mittelwert. Und wie ist dann das zu werden jetzt, der Wert? Der Wert ist jetzt relativ hoch für Ozon. Das bedeutet, wir haben hier sehr wenig verkehrsbedingte Schadstoffe. Ja. Also Verkehrsabgase, die das Ozon wieder abbauen können. Die Luftqualität eher positiv. Wir möchten zeigen, und zwar in ganz Bayern wird es übers Jahr verteilt an 10 Orten, jeweils ein halbes Jahr gemessen werden, die Luftqualität. Und wir möchten damit eben zeigen, dass wir in Bayern viele Orte haben, wo wir eine hervorragende Luftqualität auch haben, eine Luftgüte, die eben auch dokumentiert, kommuniziert werden soll, sodass die Besucher, die hier bei uns sind, noch lieber zu uns in die Region kommen oder die Menschen, die hier leben, auch wissen, dass sie hier eben an einem Ort leben, wo man entsprechend eine gute Luft hat. Das ist das, was wir einerseits für diese Luftgüte, damit wir eben mal zeigen, wo auch diese positiven Werte sind. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir selbstverständlich auch in größeren Städten zum Beispiel an verkehrsbelasteten Straßen auch messen. Aber da geht es dann eher darum zu sagen, was müssen wir tun, um die Luft dort zu verbessern. Also es sind zwei verschiedene Ansätze, aber wir haben eben auch ganz bewusst gesagt, wir wollen auch zeigen, wo wir hervorragende Luftqualität haben. Es ist so, dass man im Internet auch nachschauen kann, also dass es sehr transparent ist, dass ich dann auch mal feststellen kann, wie verändern sich die Werte. Also es gibt sicherlich auch Bereiche, wie wenn ich den Feinstaub anschaue, wenn jetzt heute viel geheizt wird, wo der dann vielleicht auch mal etwas höher sein kann. Oder wenn ich eben auch nachschaue, Ozon, wie sieht es aus mit wenn Sonne da ist. Oder eben auch Stickstoff, wie ist da die Qualität. Also es wird sicherlich auch da, wird man abhängig von der Wetterlage Unterschiedliches bemerken können. Aber insgesamt bin ich sehr zuversichtlich, dass wir hier in Bad Alexandersbad eine gute Qualität rausbekommen.